Bastian Dallinger, ich moderiere die Podiumsdiskussion heute Abend. Ganz kurz zu mir selbst. Ich bin seit nicht ganz 3 Jahren aktiv im Verein Gedenkdienst, bin dort auch Mitarbeiter mittlerweile und arbeite außerdem als Geschichtsvermittler im Haus der Geschichte Österreich Wien. Jetzt kann ich zu den wirklich wesentlichen Dingen des Abends übergehen. Also zuallererst mal vielleicht ganz kurz zum Verein Gedenkdienst. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich einsetzt um die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus und nicht nur der Geschichte des Nationalsozialismus selbst, sondern auch seiner Ursachen sowie seiner Kontinuitäten nach 1945. Und wie versucht der Verein Gedenkdienst diesem Anspruch gerecht zu werden, indem einerseits Veranstaltungen wie diese organisiert werden und andererseits sehr wesentlich, indem Freiwilligendienst ermöglicht wird für alle Leute, denen der Staat Österreich erlaubt, das zu machen. Und der Freiwilligendienst findet nicht in Österreich statt, sondern in anderen Ländern, in Europa, in Israel und auch in Amerika. Und der Freiwilligendienst dauert 1 Jahr und findet statt in Holocaust-Gedenkstätten, in Museen sowie auch in einem Altersheim. Die Reihe Gedenken ist eine Veranstaltungsreihe, die im Laufe des akademischen Jahres stattfindet. Sie findet normalerweise einmal im Monat statt, beschäftigt sich auf vielen verschiedenen Ebenen mit der Geschichte des Nationalsozialismus und setzt normalerweise jedes Semester einen Schwerpunkt. Dieses Semester ist der Schwerpunkt Erinnerungen ohne ZeitzeugInnen, Fragezeichen. Es steht also im Vordergrund die Frage, die uns jetzt alle nicht überraschen wird, nämlich, dass wir in sehr absehbarer Zeit vor der Tatsache stehen werden, dass sich keine Zeitzeuginnen mehr unter uns befinden, die sich noch aktiv an den Nationalsozialismus erinnern können. Im Zuge dieses Semesters haben schon 2 Veranstaltungen zu diesem Thema stattgefunden. Es gab eine Veranstaltung mit Anna Goldenberg zu ihrem Buch. Und es gab eine Veranstaltung zum Austrian Heritage Archive, was ein Online-Archiv für Oral History-Interviews ist. Und heute Abend habe ich die besondere Freude, Steffi de Jong, Annika Reichwald und Nico Wahl zu einer Podiumsdiskussion zu begrüßen. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem Thema Zeitzeuginnen und Museum. Und ich werde jetzt ganz kurz die 3 TeilnehmerInnen des Podiums vorstellen. Annika Reichwald ist Kuratorin im Jüdischen Museum Hohenems. Im Jüdischen Museum Hohenems gab es vor kurzem eine Ausstellung, die sehr gut zum Thema des heutigen Abends passt, nämlich Ende der Zeitzeugenschaft, wo es um die Frage geht, ja, was passiert, wenn es keine Zeitzeuginnen mehr gibt und wo es auch, also in der es auch einen Überblick über die Entwicklung des Themas Zeitzeuginnen schafft in den vergangenen Jahrzehnten gibt. Dann darf ich Steffi de Jong vorstellen. Sie ist Wissenschaftlerin an der Uni zu Köln am Historischen Institut für Neuere Geschichte. Und sie hat sich in ihrer Forschung sehr stark mit dem Thema Zeitzeuginnen als TrägerInnen von Geschichte und Erinnerung auseinandergesetzt. Eine ihrer Publikationen hat den Titel The Witness as Object, Video Testimony in Memorial Museums. Also die Zeugin als Objekt, Videoberichte in Gedenkstätten oder Museen. Du kannst das, glaube ich, nachher besser übersetzen als ich. Und zu guter Letzt möchte ich noch Nico Wahl vorstellen. Er ist Historiker und freier Kurator. In Wien hat vor einiger Zeit die von ihm co-kuratierte Ausstellung stattgefunden, Schwarz Österreich, in der er sich mit der Geschichte der schwarzen ÖsterreicherInnen auseinandergesetzt hat, die in den 40er Jahren, in den 50er Jahren geboren wurden. In 3 Wochen wird die Präsentation seines aktuellen Projektes stattfinden, beziehungsweise eröffnet werden.
Das aktuelle Projekt hat den Titel Dust and Data, Artificial Intelligence im Museum. Ich bin schon sehr gespannt drauf und drücke euch die Daumen. Ja, und damit möchte ich noch ganz grundsätzlich die Arbeitsgruppe Gedenken fragen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Nein. Ja, dann freue ich mich, endlich das Wort abgeben zu können. Ich habe jetzt zum Einstieg eine ganz generelle Frage an euch drei. Und zwar würde ich gerne von euch hören, wie das Thema Zeitzeuginnenschaft eure Arbeit in der Vergangenheit geprägt hat. Und vielleicht könnt ihr uns das anhand eines konkreten Beispiels erläutern. Ich rufe euch nicht auf, sondern ich überlasse es einfach euch selbst. Wer zuerst sprechen möchte? Ich kann anfangen, aber die anderen können auch anfangen. Also ist egal. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich kann den Bildschirm freigeben, oder? Ja, kann ich. So. Also ich habe natürlich, wie Sie gehört haben, habe ich mich in meiner Dissertation mit dem Thema Zeitzeugen im Museum beschäftigt und ich habe natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Und ich wollte nur eines vorstellen, weil das vielleicht ganz gut zeigt, wie Objekte und andere Darstellungsformen im Museum miteinander mit Zeitzeuginnen kombiniert werden können. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Yad Vashem gewählt. Weil man Yad Vashem nicht fotografieren darf, habe ich davon natürlich auch keine Bilder und kann hier nicht zeigen, aber ich zeige Bilder, die das zeigen, was man eigentlich da sehen kann. Sie werden jetzt die Ausstellungseinheit an sich nicht sehen. Also was Sie hier sehen, ist eine Puppe, die liegt in einer Vitrine, die in dem Ausstellungsteil integriert ist zum Warschauer Ghetto. Und diese Puppe gehörte Jael Rosner, die, bevor sie nach Israel migriert ist, Sophia Zaschnik hieß. Und Sophia spielte mit dieser Puppe in einem Keller im Warschauer Ghetto, während ihre Mutter versuchte, Kinder aus dem Ghetto rauszuschmuggeln. Und an einem Tag verletzte sich ihre Mutter bei einer ihrer Missionen und schickt einen jungen Mann zurück ins Ghetto, der Sophia holen soll und sie aus dem Ghetto rausschmuggeln soll. Der Mann holt sie ab und trägt sie in einen Kohlesack aus dem Ghetto. Und als sie die Grenze zwischen dem Ghetto und der Stadt überquert haben, fällt Sophia auf, dass sie ihre Puppe vergessen hat. Und sie bittet den Mann, mit ihr zurück ins Ghetto zu gehen, weil eine Mutter ihr Kind nicht im Stich lässt. Und sie tun dies und es geht glimpflich aus. Also sie können die Grenze wieder passieren und sie wird aus dem Ghetto rausgeschmuggelt. Was das zeigt, ist, dass also man sieht die Puppe, man sieht diesen Ausstellungsteil, der so, wo die Straße im Warschauer Ghetto so ein bisschen nachgestellt ist. Und da authentifizieren sich eigentlich verschiedene Erzählebenen gegenseitig. Also das Objekt erscheint als Original, weil wir die Geschichte hören, während wir der Geschichte glauben, weil wir das Objekt mit den Spuren, die Zeit auf ihm hinterlassen hat, also es fehlen kleine Teile an der Puppe, authentifiziert die Geschichte wiederum das Objekt. Und aufgrund dieser Authentifizierung steht die Geschichte dann auch wieder stellvertretend für andere Geschichten. Zeitgleich ist das, diese Ausstellungseinheit dann eben in diesem Ausstellungskapitel integriert, in dem die Straße nachgestellt wird. Und hier soll ein authentisches Erlebnis davon kreiert werden, dass man sich im Warschauer Ghetto befindet. Die Ausstellungskuratorin Dorit Harel sagt, dass sie ein Experience that is close to authentic generieren wollte. Was wir hier finden, ist das, was Elisabeth Mohn, Christian Strupp und Gerche Wartmann die Dilemmatic Authenticity genannt haben. Also hier soll die Darstellung durch die Darstellung als nicht dargestelltes erscheinen. Ne? Also das ist eine Darstellung dieser Straße, aber wir sollen es fühlen, als ob wir auf dieser Straße wären, obwohl es natürlich nicht komplett funktioniert. Und dadurch vermischen sich verschiedene
Zeitebenen miteinander. Die Puppe ist in der Gegenwart sichtbar, repräsentiert aber die Vergangenheit. Die Vergangenheit wiederum wird durch die Geschichte, die Eyal Rosner im Zeitzeugin-Video erzählt, illustriert, welches wiederum, obwohl es in der näheren Vergangenheit aufgenommen wurde, so aussieht, als ob es zu der Gegenwart gehört. Und die Geschichte und die Puppe bringen, wie Harel beobachtet, die Vergangenheit zum Leben. Gleichzeitig aber sieht die Puppe alt aus und Sophia erzählt ihre Geschichte in der Vergangenheitsform. Somit wird dem Besucher auch oder der Besucherin auch kommuniziert, dass die Vergangenheit vorbei ist und in eine bessere Gegenwart geführt hat. Das wäre jetzt mein Beispiel. Ja, vielen Dank. Ich würde dich bitten, deinen Bildschirm. Danke. Vielen Dank für das Beispiel. Nico, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gleich reinspringen, auch weil ich jetzt schneller mich entmutet habe als du. Steffi, du hast jetzt schon ganz viele Stichworte gesagt, die natürlich im Zusammenhang mit dem institutionellen Umgang mit Zeitzeuginnen und Zeugen und ihre Zeugnisse wichtig sind. Authentizität, aber auch das Fühlen, das Vermischen verschiedener Ebenen. Und das ist insofern ganz spannend. Du hast ja das Beispiel einer Dauerausstellung der Dauerausstellung in Yad Vashem gezeigt, weil das tatsächlich für mich ein Anknüpfungspunkt war im Jahr 2016, der aus einer intensiveren Beschäftigung mit unserem Videobestand am Jüdischen Museum Hohenems in Zusammenhang steht. Ich hatte während des Studiums, auch während der Doktorarbeit, habe ich das Thema Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ausgegrenzt, anders als du, Steffi, und bin dann tatsächlich erst im Museum natürlich damit in Berührung gekommen, in der Hohenemser Dauerausstellung im zweiten Stock, wo es quasi um die Entwicklung ab 1938 geht, ist das natürlich ein Thema. Wir haben in zwei abgetrennten Räumen die Möglichkeit, also ist den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben, sich tatsächlich mit Videointerviews auseinanderzusetzen. Zum einen in Bezug auf Fluchtgeschichten, also da sind wir eigentlich genau dort bei dieser Zeitzeuginnenschaft, die sich um das Überleben eigentlich oder um Überlebensgeschichten gruppieren. Und auf der anderen Seite sind es Videointerviews mit Nachkommen Hohenemser Juden oder Hohenemser jüdischen Familien, die schon im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgewandert sind. Also zwei sehr, sehr unterschiedliche Formen von Zeugnis, die wir da in der Dauerausstellung aufbereiten. Tatsächlich ist es aber so, dass wir darüber hinaus in der Sammlung einen kleinen Videobestand haben. Ich sage jetzt mal so um die 30 Videos. Da gehören noch ein paar mehr dazu, aber diese 30 sind von der UC Shoah Foundation und die haben wir 2007 bekommen. Alle diese Videos haben einen gemeinsamen Nenner, denn da kommt an irgendeinem Punkt der Begriff Vorarlberg, Hohenems oder vielleicht sogar Bregenz vor. Das war der Grund, quasi unser Sammelpunkt, um auf diese Videos zu stoßen, die wir dann 2007 in unsere Sammlung aufgenommen haben. Und 2016, ich habe es gerade kurz schon gesagt, habe ich mich ein bisschen intensiver mit diesen Videos auseinandergesetzt, habe da auch verstehen müssen, wie vielleicht auch meine eigene Vorstellung von überlebenden Geschichten sich selber auch dekonstruiert. Zu verstehen, dass es da um Überlebende geht, die aus unterschiedlichen biografischen Kontexten kommen, unterschiedliche Überlebensgeschichten haben. Und das war für mich eigentlich der Anstoß, zu überlegen, wie können wir das in Form einer temporären Ausstellung, einer Sonderausstellung vielleicht aufarbeiten. Gleichzeitig habe ich mich aber auch mit diesen Videos im Dachgeschoss, die ich gerade eben kurz genannt habe, etwas intensiver auseinandergesetzt und bin bei einer Tagung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die in Berlin sitzt, in Wien mit Jörg Skribeleit zusammengetroffen. Das ist der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Und Sie werden gleich verstehen, warum das ein wunderbarer Zufall war. Denn Jörg Skribeleit und ich waren uns sehr schnell sehr einig, dass man auf diese Videos, bei ihm die Videos natürlich in der Sammlung in Flossenbürg, bei uns die in Hohenems, vielleicht einfach mal anders
draufschauen sollte, eine andere Perspektive einnehmen sollte als die nach der Frage des historischen Inhalts. Und so hat sich im Laufe des Jahres 2017 ein Projekt entwickelt, das Sebastian gerade schon genannt hat, nämlich das Ausstellungsprojekt Ende der Zeitzeugenschaft mit einem Fragezeichen, das eben gemeinsam entwickelt wurde mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und in Zusammenarbeit mit der Stiftung EVZ in Berlin. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir den Versuch wagen, andere Perspektiven auf die Interviews zu eröffnen, weg von dem Was, weg von dem historischen Inhalt hin zu dem Wie, der Machart, der Gemachtheit der Interviews mit Überlebenden. Das versuchen wir durch einen Blick hinter die Kulissen zu tun, durch Ausschnitte, die eigentlich das zeigen, was wir als normale Konsumentinnen und Konsumenten von überlebenden Interviews sonst so nicht sehen. Also die Outtakes kann man sie auch nennen. Und daneben gibt es in der Ausstellung aber auch den Blick darauf, wie, also in einem historischen Abriss, wie die Zeugnisse eigentlich sich über die letzten 75 Jahre auch immer wieder gewandelt haben. Also sei es jetzt aufgrund des technischen Fortschritts, sei es aber auch nur aufgrund der gesellschaftshistorischen Umstände. Und damit haben sich natürlich auch immer wieder die Rollen der Überlebenden und ihre Funktion in der Gesellschaft geändert, eben je nachdem, in welchem Kontext ein Zeugnis abgelegt wurde. Das ist also der zweite große Komplex in dieser Ausstellung. Und der dritte stellt eigentlich die Frage nach einem, sehr selbstkritische Frage nach dem eigenen institutionellen Umgang mit diesem Material. Also wie setzen wir in Hohenems das Material auch narrativisch ein? Was schneiden wir denn eigentlich ab? Was zeigen wir denn eigentlich? Also das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was Steffi gerade präsentiert hat, gekoppelt mit der Frage nach einer möglichen Zukunft der Zeitzeugenschaft, nach dem Ableben der Zeuginnen und Zeugen. Die Ausstellung wandert, nicht zuletzt, weil sie ein Kooperationsprojekt ist, ist derzeit in Flossenbürg zu sehen, nur noch wenige Wochen, wird danach ins NS-Dokumentationszentrum nach München wandern. Und ich glaube, das Spannende, das nur ganz kurz zum Abschluss, ist, dass jede ausstellende Institution, die sich dieser Ausstellung annehmen möchte, eigentlich die Möglichkeit bekommt, durch dieses Ausstellungsprojekt sich intensiv mit den eigenen Beständen zu beschäftigen und mit den eigenen Beständen zu arbeiten, diese für die Ausstellung eben kuratorisch aufzuarbeiten und in die Ausstellung wirklich auch als Inhalt zu integrieren. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil man dann sehr, sehr genau sieht, also in meiner Position, die ich das ja begleite, sehe ich eben sehr, sehr schön, wie unterschiedlich auch die Sammlungen sind, wie unterschiedlich auch die Bestände sind. Und das liegt natürlich auch daran, dass es sich immer um andere Institutionen mit anderen gesellschaftlichen Funktionen und Aufträgen handelt. Also das nimmt auf jeden Fall bei mir sehr viel Zeit in Anspruch und ist meine derzeitige und auch andauernde Beschäftigung mit dem Thema. Ja, danke Annika für den breiten Einblick, den du uns schon gegeben hast in das Thema. Nico, ich würde dich jetzt noch bitten. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich an einer Zeitzeugin oder einem Interview hängen bleiben soll oder auf einen Aspekt gehen soll, aber vielleicht schaffe ich es, das zusammenzunehmen, weil ich den Philipp Rohrbach hier auch im Zoom gesehen habe und wir gerade eben an einem Text schreiben über Interviewverwendung, der mich sehr beschäftigt. Da geht es um die Frage, also wie integriert man Zeitzeugeninterviews und was hat unsere Erfahrung dabei gezeigt? Und ich habe hier vielleicht drei Punkte dazu. Das eine ist eben, das schließt ein bisschen an Annika an und an dem an dieser Frage nach den Outtakes oder den Seitenaspekten. Damals dieses Projekt mit Philipp Rohrbach, Schwarz-Österreich, die Kinder von afroamerikanischen GIs in Österreich. Diese Ausstellung hat ihren Anfang genommen in einem Holocaust-Survivor-Interview, in einem absoluten Nebensatz von einem Holocaust-Survivor-Interview, weil eine Überlebende in ihrer Jugend in den USA oder als junge Frau in den USA als Stewardess gearbeitet und dort afroösterreichische Kinder entgegengenommen hat, die zur Adoption in die USA gegeben wurden. Von dort aus hat eine Strecke begonnen, die dann ein eigenes Projekt in der Erforschung der Nachkriegszeit und dann auch eine Ausstellung wurde. Wenn ich in diesem
Projekt gleich bleibe, in dem Schwarz-Österreich-Projekt, komme ich zum zweiten Punkt, der mir sehr wichtig ist. Das Schwarz-Österreich-Projekt hat aufgebaut auf viel Archivrecherche natürlich, aber vor allem auch auf Interviews, die mit Zeitzeuginnen, mit sogenannten Besatzungskindern, mit schwarzen Besatzungskindern in Österreich geführt wurden und in den USA. Diese Interviews waren sehr, sehr spannend, haben ihre Verwendung in unterschiedlicher Art und Weise in der Ausstellung gefunden. Aber der Aspekt der Zeitzeugenschaft im Museum, der mir dabei wirklich sehr, sehr vorrangig war und der uns für das Ergebnis dieser Ausstellung war, diese Zeitzeuginnen auch ins Museum zu holen, diese Zeitzeuginnen sich selbst zeigen zu lassen. Und im Fall der schwarzen Kinder, der ehemaligen Kinder, die wir da als Gruppe hatten, die einander auch kennenlernen zu lassen und selbst sozusagen in ein Agency im Museum zu geben. Und der dritte Punkt, dann bin ich schon wieder fertig, der dritte Punkt ist der, der sich stellt, natürlich eben wie bei allen, die Frage, wie gehen wir um mit einer Geschichte, einer Generation von Zeitzeuginnen, die es jetzt nicht mehr gibt. Da hier, finde ich, ist es sehr, sehr spannend, weil wir für dieses Projekt, was Sebastian schon kurz angesprochen hat, was Dustin Data, was er in 3 Wochen im Volkskundemuseum eröffnet, haben wir einen Prototypen, an dem wir gearbeitet haben, der mit AI Interviews aufschlüsselt und sozusagen leichter verwendbar macht oder leichter auch konsumierbar macht, wenn man das sagen kann. Allerdings am Ende von all dieser AI steht wieder das Individuum, weil die AI das nur ein Stück weit tragen kann, bis es dann die Person, die dazu antritt, sich mit Vergangenheit zu beschäftigen, selber wieder auflösen muss, weil sie selber daran mitarbeiten muss. Das ist vielleicht so ganz kurz, ich kann darüber später vielleicht noch mehr sagen, aber das ist so diese, also es sind diese drei Aspekte, die Seitenaspekte, die menschlichen Aspekte, also das, die eigene Agency und diese posthume Variante, die allerdings, wo die Lebenden den Toten die Hand geben müssen. Ja, vielen Dank auch Nico. Nach dieser kurzen Einstiegsrunde haben wir eigentlich bei euch allen dreien gehört, dass das Medium auch immer sehr wichtig ist, das Medium, in dem Zeitzeugenschaft festgehalten ist. Also es ist um Objekte gegangen, es ist um Interviews gegangen, um Videos und so weiter und so fort. Und die nächste Frage, die ich da gleich anschließen möchte, behandelt Technologie im Endeffekt, weil in den letzten 20 bis 30 Jahren, sage ich jetzt einfach mal so, hat sich technologisch sehr viel verändert und hat sich aber auch aus der Perspektive der Medien digital sehr viel verändert. Annika hat angesprochen, dass die Art und Weise, wie Interviews zustande kommen, immer davon abhängen, oder auch wie Erinnerung konstituiert ist, immer davon abhängen, wie gerade eine Gesellschaft funktioniert. Und daher möchte ich euch gerne fragen, ob sich die Museenlandschaft auch verändert hat dadurch, wie sich die Präsenz vom Thema Zeitzeugenschaft im Museum verändert hat, was die technologische Revolution, wenn man so will, darauf für Auswirkungen gehabt hat. Ja, oder? Ich würde sagen, dass es zwei Strömungen gibt, die sich dann irgendwo getroffen haben. Also wir haben einmal die Technologie, die auf einmal da war und die benutzt werden konnte. Sprich, es wurde einfacher, also erstmal einfacher Audio-Interviews aufzunehmen und dann wurde es einfacher, Video-Interviews aufzunehmen und dann wurde es auch einfacher, die in Ausstellungen zu integrieren. Aber man muss diese Technologie ja nicht unbedingt nutzen, um Zeitzeugenvideos aufzunehmen. Ne? Und gleichzeitig gab es aber auch eine Strömung in der Erinnerungskultur und auch in der Geschichtswissenschaft, die sich immer mehr für Biografien, für einzelne Geschichten interessiert hat. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind zusammengekommen dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre, als die
ersten Zeit sagen, Videos dann in Ausstellungen integriert wurden. Und ja, also natürlich bedingt auch das Medium wiederum, wie das dargestellt wird, aber darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen. Also ich würde sehr, sehr viel über die AI hören. Also ich finde das einen spannenden Punkt, die zwei Schienen, die du aufmachst. Ich sehe das ganz ähnlich bei der Arbeit an diesem historischen Abriss, wurde mir einfach nochmal bewusst, wie im Subtext diese technische Entwicklung auch immer mitschwingt. Ja? Also angefangen von handschriftlichen Zeugnissen aus dem Ringelblumen-Archive in Warschau hin zum Hologramm. Ja, dazwischen passiert sehr, sehr viel. Ja, also vom Drahttonrekorder, den David Bowder für seine Interview 46 eingesetzt hat, hin zu, naja, schwarz-weiß, irgendwann in Farbe, irgendwann und so weiter. Ja, also ich finde, glaube ich, was ich spannend finde, ist da noch mit reinzunehmen, dass natürlich so seit den 80ern, 90ern auch eine unglaubliche, also ein Anstieg einer unglaublichen medialen Präsenz der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch mit reingedacht werden muss. Stichwort Dokumentation, Stichwort Film und Fernsehen. Also vielleicht der erste Trigger, die Serie Holocaust in den späten 70er Jahren, dann natürlich mit knapp 15 Jahren Verzug Schindlers Liste, der aber, ich glaube, für die Generation, die sich heute damit auseinandersetzt, nochmal ein viel stärkerer gesellschaftlicher oder mediengesellschaftlicher Trigger vielleicht war und auch eigentlich diese Plattform überhaupt erst so groß, so breit hat werden lassen. Und ich glaube, dass dieser Anstieg der medialen Präsenz nicht nur die Rolle der Überlebenden geformt, geändert hat, dahin, wo wir jetzt eigentlich heute sind, sondern eben auch die Wahrnehmung des Publikums, also von uns, den Zuschauenden. Also bis hin zu der Überlegung, Nico hat es ja angesprochen, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und ihre Erzählung eigentlich für die Ewigkeit konservieren zu wollen. Und das finde ich schon auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, also gerade wenn wir Richtung künstliche Intelligenz auch denken, ja. Kann ich da kurz einhaken nochmal, was ich so spannend finde in dem, was du gerade gesagt hast auch, ist, dass wenn man sich das anguckt, sind es eigentlich, also wird immer das neueste Medium als besonders gut erachtet, um die Erinnerungen aufzunehmen und zu konservieren für längere Zeit oder halt für die Ewigkeit. Und das fängt halt, also es fängt beim Buchdruck natürlich an, aber vor allem im Kontext der Holocaust-Erinnerung, dann hat man David Bowder, der sehr früh schon den Drahttonrekorder benutzt. Der benutzt den, bevor der Drahttonrekorder für Oral History Interviews eingesetzt wird. Also die erste Universität, die einen Drahttonrekorder für ihr Oral History Projekt bekommt, die bekommt den, ich glaube, 2 Jahre später. Und dann werden diese Spulen auch am Anfang zum größten Teil vernichtet, nachdem sie oder wieder überspielt. Also man behält die Audioaufnahme nicht. Dann hat man den Eichmann-Prozess, wo das erste Mal sehr früh Video benutzt wird, weil das einfach zu transportieren ist. Dann hat man das Fortunoff-Archive, was Video-Interviews aufnimmt, wenn alle noch Audio-Interviews aufnehmen. Und das geht so weiter. Und dann hat man die Shoah Foundation, die anfängt zu digitalisieren relativ früh, dann die Hologramme. Und jetzt kommt Virtual Reality dazu. Ja, ich finde es total spannend, eigentlich diese sozusagen Technikperspektive da drinnen auch. Es ist, das passt jetzt wieder gut zu Gedenkdienst. Wir haben vor 20 Jahren, glaube ich, war das jetzt Halleluja, eine Ausstellung gemacht, bei der Zeitzeuginnen im Zentrum gestanden sind über das Gedenkdienstprojekt in New York. Und wir haben damals nur auf Audio-Interviews zurückgegriffen, weil es nur Audio-Interviews gegeben hat. Und das eine war, dass natürlich die Qualität unglaublich schlecht war, weil das war also sehr einfach aufgenommen und im Hintergrund waren alle Geräusche von New York vom Eiskasten bis zur Feuerwehr zu hören während des Interviews. Aber zum anderen war auch das Problem ausstellerisch, wie geht man um mit diesem Audio? Und dann wurde für jedes dieser Audio-Interviews, die das Zentrum dieser Ausstellung waren, wurden großformatige Fotografien der Zeitzeuginnen angelegt, die
die in einem Fall ist der Zeitzeuge während dieser Aufnahmen, also nicht während der Aufnahmen, aber während dem Ausstellungserarbeitungsprozess auch verstorben. Das heißt, das war dann das Foto von einem leeren Raum. Und es haben sich alle damals die Frage gestellt, wie kann man Leute in diesem Alter so fotografieren, dass nicht alle nur auf Zeichen ihrer Alterung starren. Also weil die Fotos sehr groß vergrößert waren, also die Personen dann sehr groß im Raum waren, war die Frage, sieht man Falten, sieht man Hautkrebsflecken, sieht man, stört das so? Ja. Das war ein sehr faszinierender Prozess. Heute sind wir das sehr gewöhnt, dass alle Talking Heads sind und sprechen. Und wir blenden das jetzt auch ganz anders aus, habe ich den Eindruck. Und es hat sich auch die Nutzung im Laufe der Zeit aus meiner Perspektive im musealen Bereich sehr geändert. Weil wenn ich jetzt wiederum zu der Sache von vor 20 Jahren zurückgehe, das war vielleicht auch, wie Steffi de Jong also das angemerkt hat, mit der Frage der neuen Technik aber oder einer Technikperspektive vielleicht verknüpfbar. Aber da stand das Interview total im Zentrum. Und ich habe den Eindruck, es gibt jetzt auch eine Würdigung des Interviews oft, aber es ist die vielfach häufigere Nutzung ist eigentlich die eines Repositoriums, wo ich viele, viele Inhaltslayer habe. Also ich habe eine Puppe in einer Ausstellung und dann habe ich 5 Zeitzeuginnen, die mir eine Puppengeschichte erzählen können, die ich auf Knopfdruck abrufen kann. Es ist also es wird eine Explosion an Informationen, die da hineingelegt wird, die fast schon antikuratorisch ist, weil sie eigentlich nicht von der Auswahl, sondern von der Fülle lebt. Ja. Also ich finde, das spricht so was ganz Spannendes an, weil das natürlich so ein bisschen auch die sich wandelnde institutionelle Auseinandersetzung mit dem Material und auch der Technik irgendwie anspricht. Also ich weiß nicht, ob das eine Tendenz ist, ich würde es mir wünschen, aber vielleicht weniger tatsächlich den Bezug auf den historischen Inhalt der Erzählung zu legen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall weiter hervortritt, ist die Frage, wie adäquat Museen, Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen diese Interviews präsentieren oder wie sie präsentiert werden können. Und ich glaube, damit wiederum hängt auch die Frage zusammen, inwiefern man sich mit den neuen Möglichkeiten, ob das jetzt dass die letzte Stufe oder die neueste Stufe der Technologie ist oder noch 2 Schritte zurück, aber überhaupt auseinandersetzen muss und will. Also weil es gibt natürlich, wenn wir in unterschiedliche Institutionen heute gucken, eine große Breite von Institutionen, die es sich leisten können, ein Hologramm anzuschaffen, und Institutionen, die gerade überhaupt mal Förderanträge für eine Digitalisierung ihrer Bestände stellen. Ja, da liegt ganz viel auch wieder dazwischen. Also es ist nicht nur eine Frage irgendwie, ob man will, muss, sich damit auseinandersetzen möchte, aber eben auch eine Frage der Aufarbeitung der Bestände, ihre Präsentationsformen dann tatsächlich auch. Deswegen fand ich super, Steffi, dass du auch mit diesem Beispiel eingestiegen bist, das gleich quasi auch diese Kombinationsmöglichkeiten irgendwie zeigt. Aber ich glaube, es ist eben auch eine Frage nach Ressourcen und finanziellen Möglichkeiten, was wie gemacht werden kann. Bei dem Beispiel muss ich auch sagen, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Also man hat sehr selten, dass man ein Objekt hat, was wirklich zu dem Zeitzeugnis passt, ne? Und wo auch beide gleichzeitig gezeigt werden. Und es ist eher so, dass die, also auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung, als die Ausstellung, die ich jetzt gesehen habe, dass die Geschichten so parallel zu dem Rest der Ausstellung stehen. Und also vor allem in den Anfangsjahren dann wohl auch noch große Diskussionen gab, inwieweit die überhaupt jetzt integriert werden dürfen in die Ausstellung oder ob es nicht einen extra Raum gibt. Was mittlerweile überholt ist, mittlerweile integriert man sie sehr, sehr klar in die Ausstellung. Aber es ist auch nur ganz kurz dazu, eine Frage von Konkurrenz. Ja, also ja. So ein Video-Interview verlangt einem selber als Zuschauerin, Zuschauer extrem viel ab, oder? Das Schauen, das Hören,
Am besten, da ist noch ein Untertitel dabei, dann auch noch Lesen nebenher. Also unglaublich viel Aufmerksamkeit, die natürlich auf so ein Video dann gerichtet ist. Und ich glaube, diese Frage nach, brauchen die dann einen separaten, abgedunkelten Raum, damit sie quasi alle Möglichkeiten entfalten können, das hat schon auch was damit zu tun, dass sie natürlich dann, ich sag mal so, als Objekt sehr laut sind, gar nicht jetzt mal vom Ton her, aber sehr laut sind und tatsächlich auch immer wieder auch in Konkurrenz stehen können mit 3D-Objekten beispielsweise oder Flachwaren. Dass du jetzt ein Beispiel gebracht hast, wo das natürlich als harmonische, ja, Komposition, als Ensemble gezeigt wird, ist natürlich das, was kuratorisch, glaube ich, ja, das ist, wonach wir so ein bisschen streben. Ich glaube allerdings, damit wir anfangen, einander ein bisschen zu widersprechen. ich glaube, Annika, also ich würde es auch genau, also ich meine, das ist absolut valide, was du sagst natürlich, ja. Aber ich würde sagen, also es gibt dann auch noch die andere Hälfte, weil es sind zwar also genuin immer die neuen Medien werden als laut im Ausstellungsraum angeschaut und als sozusagen, die können unter Umständen das daneben liegende Püppchen überstrahlen. Gleichzeitig aber sind sie auch sehr leise, weil es eine andere Ausstellungs-Usership auch gibt. Also viele Leute liefern sich jetzt nicht einem Talking Head auf einem Schirm aus, weil es ihnen einfach zu lang dauert und weil das auch anstrengend ist, im Stehen vor auf einen kleinen Schirm zu starren oder wie auch immer. Das ist diese Integration, von der Steffi de Jong gesprochen hat, auch also in die restliche Ausstellung hinein. Und man muss sich natürlich kuratorisch auch immer die Frage stellen, ob man den Zeitzeuginnen gerecht wird, wenn man sie auf eine Minute oder zwei runterschneidet. Also das wird alles, also überspitzt gesagt, das wird so ein MTV-Style, wo alles ganz schnell gehen muss, damit man sie im Stehen zwischen anderen Objekten noch konsumieren kann. Und wenn jetzt Personen eigentlich einen langsameren Erzählduktus haben oder ihre Geschichte komplex ist, oder ich jetzt nicht nur die Geschichte von ihrem Püppchen wissen möchte, sondern auch die von die Schicksale ihrer restlichen Familienmitglieder oder was auch immer sozusagen ich als Würdigung da als relevant sehen würde. Das ist, ich glaube, sie sind eigentlich recht sperrig und manchmal tut man ihnen sogar einen Gefallen, wenn man sie in einen eigenen Raum gibt, wo man den Leuten vielleicht nach 300 Objekten eine Sitzgelegenheit anbietet. Die Leute brechen erschöpft zusammen und sind sehr glücklich, dass sie sich jetzt mit einer Person 10 Minuten lang beschäftigen können oder sogar länger. Also ich glaube, manchmal ist es sozusagen genau umgekehrt. Und niemand hört sich das Material an oder schaut sich es an. Also in manchen Fällen. Das wissen wir nicht, ne? Das ist sehr interessant, weil wir das alle einfach in meiner Beobachtung, ja, gucken sich die Leute die Videos auf jeden Fall, also nicht ganz an. Ich meine, ich habe eine Dissertation dazu geschrieben. Ich habe es nicht geschafft, in allen Museen mir alle Videos anzuschauen, weil es einfach zu viel, das ist zu viel Material. Und dann hat man noch den Text, der, ne, bei einigen Ausstellungen sind das auch 200 Seiten Text. Die kann man auch nicht lesen bei einem Ausstellungsbesuch, plus sich die ganzen Objekte anzuschauen und dann widerspricht natürlich, also die Länge der Videos widerspricht natürlich dem Rezeptionsverhalten, das wir im Museum haben, wo wir eigentlich relativ kurz nur uns in der Regel mit einem Objekt beschäftigen. Also da gibt es ja diese Zeitspanne von 30 Sekunden pro Objekt und das ist vielleicht noch viel. Genau, und da das widerspricht natürlich komplett dem Video. Und tatsächlich ist die Frage der Bänke, der Sitzgelegenheiten, eine, die wurde mir immer wieder erzählt in den Interviews mit den Kuratorinnen, dass das eine große Frage war, ob man die, also dass einiges nicht wollten, dass da Bänke installiert werden, weil das, keine Ahnung, weil man nicht wollte, dass die Leute sich hier hinsetzen, während sie die Ausstellung sich ansehen. Und es aber natürlich die Videos sind, die am meisten rezipiert werden, wenn da eine Bank davor steht, weil man sich halt einfach hinsetzen kann und sich länger damit beschäftigen kann. Also wir haben in der Ende der Zeitzeugenschaft diesen Versuch in Hohenems zumindest gewagt und so eine Archivsituation im letzten Raum kreiert, wo man sich wirklich hinsetzen konnte und über den Touchscreen verschiedene thematisch geordnete Videos auswählen konnte, mit der Option kurze, narrativisch zugeschnittene Version, wie man sie wahrscheinlich in einer Dauerausstellung oder so erleben würde, oder die lange
Version, das ganze Shoah Foundation Video, das ja zum Teil auch irgendwo zwischen 1,5 und 3 Stunden sein kann, aber mit allen Outtakes, mit allen Interruptionen und also dasselbe, ja, wir waren uns nicht sicher, wer sich da hinsetzt und das tut, ja, und es gab Menschen, die sich tatsächlich hingesetzt haben und sich auch diese längeren Versionen angeschaut haben, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, ob man sich für die sehr langen oder dann doch nur für die einstündigen langen Versionen entschieden hat, aber es ist schon, wie ihr sagt, also man kann das auch gar nicht wirklich verifizieren, was dann tatsächlich konsumiert wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem mit den Interviews insgesamt. Sie sind doch sehr eigene Objekte, also eigensinnig, besonders, also mit allen positiven und negativen Aspekten, die man da jetzt drauf projizieren kann. Ich würde gerne in Anbetracht der Zeit auch nochmal zu einem anderen Thema wechseln heute Abend. Wir haben jetzt sehr viel gehört über die technische Dimension von Zeitzeuginnenschaft und ich würde jetzt gerne auch noch ein bisschen was zu den Zeitzeuginnen selbst hören. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder es problematisch empfunden, dass Zeitzeuginnen auf ein gewisses Podest gehoben werden oder wurden und dass die Erwartungshaltungen enorm sind. Also nicht nur was die Authentizität betrifft, die auch Steffi anfangs angesprochen hat, sondern vor allem auch sozusagen die moralische Vorbildwirkung, die vermeintlich von Zeitzeuginnen ausgehen sollte. Und demgegenüber steht aber eine Praxis, in der Zeitzeuginnen natürlich genauso wie alle anderen Menschen auch menschenverachtendes denken können oder sich auch unter Anführungszeichen falsch erinnern können. Also ich denke zum Beispiel an einen Aufsatz von Anna Heikova, den Holocaust queer erzählen, in dem sie darauf dezidiert hinweist, dass Interviews mit Zeitzeuginnen durchzogen sind von Homophobie. Und also da verweist sie vor allem auf das Visual History Archive der University of South California. Das Problem haben wir aber nicht nur dort, sondern in vielen Sammlungen. Und es gibt auch viele Anekdoten darüber, dass Menschen damit konfrontiert sind, dass Zeitzeuginnen rassistische Kommentare von sich geben und so weiter und so fort. Und was ich euch jetzt fragen möchte, ist, ob euch dieses Problem unter Anführungszeichen in der Vergangenheit beschäftigt hat und wenn ja, ob ihr das auch angesprochen habt in Ausstellungen oder beziehungsweise in eurer Arbeit jenseits von Ausstellungen. Ich habe mal eines gesehen, wo es homophobe Kommentare da drin gab, allerdings nicht in einer Ausstellung. Also ich, in den Ausstellungen wird ja dann schon ausgewählt, was gezeigt wird und das würde von den Kuratorinnen natürlich dann nicht gezeigt werden. Ich glaube auch, da bin ich sehr bei dir. Also es hängt davon ab, wie weit man in der Ausstellung sich auf die Zeitzeuginnen einlässt oder respektive wie weit man sie als Personen begreift. Wenn man sie tatsächlich als einfach nur eine Zeugenschaft ablegen lässt für ein Detail, unter Anführungszeichen, dann blendet man ihre Homophobie, ihren Rassismus, was auch immer aus, weil sie dienen dazu zu sagen, das hat so ausgesehen an dem Moment, also diese Straße oder was auch immer. Wenn man ihnen mehr Platz einräumt und sie auch also irgendwie ihnen eben Raum gibt in einem musealen Rahmen, dann wird das schon spannender, glaube ich. Und da ist es allerdings so, dass auch Zeitzeuginnen selbst gelegentlich drüber nachdenken. Das vorher erwähnte Interview mit Trudy Epstein, die das am Anfang von Schwarz Österreich stand, die hat in ihrer Erzählung über schwarze Kinder hat sie konsequent das N-Wort verwendet und dann hat sie sich aber, also das war in ihrem Originalinterview, weil das ist auch so, ihr Deutsch ist natürlich ein sehr auch gefrorenes Deutsch, weil ihr Deutsch also aus der Zeit von vor der Emigration stammt, auch wenn sie dazwischen Kontakte hatte, aber prinzipiell ist es halt ein Emigrantendeutsch. Und danach hat sie sich die Frage gestellt, wie das ist und ob man das überhaupt zeigen kann und so weiter und so fort. Ja, also sie musste selber mit ihrer Erinnerung umgehen und der Frage, wie formuliere ich mich und wie nenne ich das richtig auf Deutsch und wie spreche ich aus. Und unsere Zeitzeugen aus Österreich, also die schwarzen Kinder, waren sich auch nicht einig in dem, wie sie Dinge sehen und wie sie
Rassismus bewerten oder, also Ihre Aussagen wären von manchen Leuten der jüngeren Generation durchaus als rassistisch gewertet. Das heißt also, da gab es dann auch durchaus Diskussionsbedarf, dem sich einzelne Leute im Ausmaß ihres Wollens gestellt haben. Das war ein wirklich spannender Prozess. Allerdings geht ja nur mit, eben wenn die Zeitzeugen live im Raum sein können, weil sie können nicht mehr antworten, wenn alles, was von ihnen übrig bleibt, ein Video- oder Audio-Testimonial ist. Also ich finde spannend, dass du jetzt quasi dieses sich selbst reflektierende Moment ansprichst, der Zeuginnen und Zeugen. Ich hatte so ein bisschen überlegt, wie man tatsächlich auch solche, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Fragen auch an das Material auch quasi ein bisschen erweitert stellen könnte. Also meine Überlegung war, dass solche Momente in Interviews ein Anstoß sein könnten, sich ja auch nochmal dezidiert mit dem Kontext auseinanderzusetzen. Also auf der einen Seite mit dem Kontext der Überlebenden, also aus welchem, aus welchem Hintergrund kommen die, in welchen Kontexten ist da in der Erziehung, in der Bildung vielleicht auch was nachzuforschen. Und auf der anderen Seite auch eben, in welchen Kontexten ist dieses Interview entstanden? Ja, also zu welcher Zeit, von wem, wie instruiert oder mit welcher Intention ist das auch passiert? Und ich glaube auch über diese Befragung der Kontexte, wenn man jetzt eben nicht mehr die lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hat, kann man auch diesen Fragen ein bisschen mehr auf den Grund kommen. Und wir haben uns in Hohenems dafür entschieden, die Überlebenden und ihre Erzählung ernst zu nehmen und gar nicht diese, geht jetzt ein bisschen weg vom Kontext her, aber gar nicht diese Frage nach falschen oder richtigen Erinnerungen zu stellen. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn rassistische Momente oder ideologiegefärbte Aussagen mit reinkommen. Aber sie sind eben Teil der Erzählung und als solche versuchen wir sie wahrzunehmen und auch als solche zu ergründen. Und da finde ich eben, wie gesagt, reinzugehen und sich, wenn möglich, eben die Kontexte auch nochmal genauer anzugucken, fände ich jetzt auf Anhieb einen spannenden Zugang. Kann ich da kurz nachhaken? Wie würdet ihr es denn machen in der Ausstellung? Also weil nachhaken, das kann ich ja immer als Wissenschaftlerin, ist das relativ einfach. Mhm. Ne? Dann sitze ich zu Hause an meinem Schreibtisch und kann natürlich den Kontext irgendwie recherchieren. Im Museum werden sehr viele Leute damit konfrontiert, die sehr, sehr unterschiedlich darauf reagieren werden. Und und man liefert im Endeffekt die Zeitzeugin ja auch ein bisschen aus, wenn man sie so exposiert. Wie würdet ihr damit umgehen dann? Also ich glaube, es geht in die Richtung dessen, was du am Anfang gesagt hast. Also ich glaube, ich würde auch eine wissenschaftliche Recherche machen, um überhaupt Informationen zu bekommen. Und dann geht man sicherlich in einen Entscheidungsprozess. Ist das was man explizit ausstellen möchte? Ist das was man explizit thematisieren möchte? Und dann sicherlich auch die Frage, wie man das textlich greifbar macht zum Ausschnitt dazu. Aber ich glaube, es ist eigentlich so, wie ihr beide vorher gesagt habt, in das Narrativ, was man gängigerweise vielleicht in einer Dauerausstellung erzählen möchte, passen solche Momente auch ganz oft gar nicht rein. Oder da geht es um ganz andere Ausschnitte mit einem ganz anderen inhaltlichen Fokus. Also das heißt, die Überlegung ist eigentlich, geht man mit der Intention auf die Suche, oder gehen wir mit der Intention, solche Ausschnitte zu finden, vielleicht auch in die Suche und das im Rahmen eines Projektes vielleicht zu thematisieren und nochmal genauer aufzuarbeiten. Das wäre dann, fände ich, irgendwie noch eine spannende Idee. Aber ich glaube, am Ende, ob man wirklich in die Situation kommt, solche Ausschnitte kontextualisieren zu müssen und auch textlich zugänglich machen zu müssen, glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nicht, Nico? Nö, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, es geht halt
immer um die Frage, es geht einerseits um die Frage des Publikums, ob das sozusagen, also ob ich eine Audience haben werde, die mit der ich über gewisse Themen reden kann oder nicht, oder in der das sinnvoll ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, das Wien-Museum bekommt gerade meine neue Dauerausstellung. Wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt in ihre Dauerausstellung integrieren, dass Holocaust-Survivors homophob und rassistisch sind, dann ist das unter Umständen vielleicht nicht der richtige Platz. Ja? Das kann sein, also einfach, weil die ihr Gegenüber nicht finden und weil ihr Narrativ ein anderes ist und weil sie vielleicht auch gar nicht dazu in der Lage sind, das sinnvoll zu diskutieren. Und ich glaube auch, dass es oft gar nicht diskutiert werden muss, weil es um einen anderen Aspekt geht und dass Leute in ihren 80ern homophob sind, ist etwas, was zumindest in meinem Aufwachsen Alltag war. Wenn man sich jetzt dem Thema widmen möchte, dann glaube ich, stoßt man so wie zum Beispiel eben die von Sebastian erwähnte Anna Heikova auch an seine Grenzen oder an ihre Grenzen. Also wo ein Thema tatsächlich wahrscheinlich auch bewusst hingestellt wird, um auch ein bisschen Unruhe, produktive Unruhe vielleicht zu erzeugen. Aber dann verrutscht auch ein bisschen der Fokus, weil es geht dann um etwas anderes. Das ist ein interessanter, also es ist ein wichtiger Punkt, ja, aber es ist ein eigener Punkt, glaube ich, oft so. Und den Kontext, Entschuldigung, und den Kontext, der Kontext ist, glaube ich, alles. Also ich habe Anfang der 90er ein lebensgeschichtliches Interview mit dem Ossi Rosenstrauch geführt und habe das gleiche Interview dann im Jahr 2002 noch einmal geführt. Ein Komplett-Interview und es war das sein erstes Interview. Er war er wollte ein Spanienkämpfer sein, er war zu jung, aber er war ein glühender Kommunist und dann ist er später ein bisschen fromm geworden. Und also Anfang der 90er Jahre war er vom Fall des Eisernen Vorhangs und vom Ende der kommunistischen Idee sehr beeindruckt und sein gesamtes Leben war darauf ausgerichtet, darauf, dass das eigentlich zerbrechen musste. Anfang der 2000er war sein gesamtes Leben davon beeindruckt von 9-11 und einer völlig anderen Lebenssituation. Und er hat seine Erzählung total verändert. Also ich glaube, Kontext ist wirklich alles. Ja? Also man kann, ich meine, es geht nicht darum, dass er gelogen hätte oder so, sondern es geht einfach nur darum, wie verknüpft man welches Ereignis im Leben mit welchem anderen. Also ich glaube, Kontext ist echt alles. Ich glaube auch nicht, dass alle Zeitzeugen, die einmal oder die an einer Stelle eine zumindest von mir dann homophob oder rassistisch gelesene Äußerung tätigen, ob die an einem anderen Moment das so tun würden oder an einem späteren Lebensmoment oder wenn man sie darauf ansprechen würde. Ja, vielen Dank. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich in näherer Zukunft öfter die Frage stellen, wenn ich vor dem Interview in einer Ausstellung stehe, wie das Ganze aussehen würde, wenn verschiedene Varianten des Interviews nebeneinander stehen würden. Also weil ja mit vielen Personen mehrfach Interviews durchgeführt wurden. Das fände ich persönlich ganz spannend. Ich möchte aber jetzt leider schon wieder schon langsam zum Abschluss kommen und euch fragen, wie ihr, also jetzt, wenn man an die nähere Zukunft denkt, wie ihr glaubt, dass sich das Thema Zeitzeugenschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird und vor allem auch hinsichtlich der Frage, wie Wissen gesichert wird und wie dieses Wissen letztlich auch übersetzt wird für Leute wie uns, also oder Leute wie mich, die ganz wenig mit Zeitzeugen zu tun hatten oder für Generationen, die gar nie mit Menschen zu tun hatten, die noch direkte Erinnerungen an den Nationalsozialismus haben. Ja, vielleicht fange ich an. Ich glaube, dass das Wissen also prinzipiell da ist, weil es liegen unendlich viele Holocaust-Survivor-Interviews völlig ungenutzt und nie wieder angehört in sehr vielen Archiven herum. Das heißt, das Wissen ist da. Ich glaube tatsächlich, dass es um die Frage geht, weil all diesen Zeitzeuginnen wurde ja versprochen, dass sie nochmal durch ihre traumatischen Erlebnisse gehen müssen, damit wir als Gesellschaft das wahrnehmen und uns merken und sozusagen diese Geschichte mit dieser Geschichte umgehen.
Das heißt also, diese Hälfte des Versprechens gilt es eigentlich erst einzulösen. Und ich bin mir nicht sicher, Sebastian, ob es also wer das übersetzen soll. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Übersetzung, sozusagen eine Übersetzungsleistung geben soll. Also ob das mein größter Wunsch ist, weil es können natürlich Kuratorinnen und Kuratoren alles immer gut in sozusagen konsumierbar machen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das die Zukunft darstellt. Ich glaube, dass sich eigentlich ein viel breiterer Kreis eigentlich mit diesen Zeitzeuginnen-Interviews beschäftigen müsste oder sollte, dass das eigentlich dieses einzulösende Versprechen ist, was wir noch nicht getan haben. So. Das war jetzt vielleicht keine gute Antwort. Ups. Ja, also was sicher kommen wird, ist mehr digital, also noch, dass mehr mit digitalen Medien gearbeitet wird, ne? Einmal was die Auswertung der Interviews auch anbelangt. Also es gibt diesen Begriff von Todd Pressner, der spricht vom, jetzt habe ich den Begriff vergessen. The Ethic of the Algorithm, also die Ethik des Algorithmus. Und er sagt, dass durch den Algorithmus können wir Videos ganz anders auswerten und wir können also wir können viel größere bestellen, nennt es ein Distant Listening, ne? Bezogen auf die Digitalisierungsprojekte der USC Schwab Foundation. Dass man natürlich viel größere Konvolute auswerten kann auf ganz andere Fragen hin. Während ich ja als Einzelner immer ein Interview ganz mehr ansehen muss, kann der Algorithmus sich natürlich innerhalb von Sekunden hunderte von Videos ansehen quasi. Und da werden ganz andere Forschungsfragen noch kommen. Dann wird die Hologramme, weiß ich nicht, inwieweit die noch, also es gibt immer mehr, inwieweit das sich durchsetzen wird oder ob das nur so eine kurze Mode sein wird, müssen wir sehen. Auf jeden Fall werden im Moment noch relativ viele davon, also relativ viele, ne, sind, wie viele haben wir jetzt? Ungefähr 20 insgesamt, die aufgenommen wurden. Und dann Virtual Reality, da habe ich gerade ein Projekt jetzt ja, mehr oder weniger abgeschlossen. Ich habe den Artikel fertig geschrieben. Also da gibt es einige Projekte, die vergangene Orte, sprich also Lager rekonstruieren und wo man teilweise auch so ein bisschen in die Position eines Opfers hineingebracht wird und quasi selber zur Zeitzeugin wird in dieser Virtual Reality. Und das wird teilweise auch kombiniert mit Zeitzeugin-Videos, Augmented Reality. Wo wir, also was teilweise auch sehr spannend ist, ne, wenn ich auch da wieder bauliche Überreste mir ansehen kann und das aber dann kombiniert mit anderen Dokumenten und auch mit Zeitzeugenvideos, das wird es wahrscheinlich auch noch mehr geben. Da gibt es auf jeden Fall im Moment noch mehr Projekte, die konzipiert werden. Und da greift man dann natürlich auf Interviews zurück, die bereits da waren. So. Ich glaube, das sind die Sachen, die kommen werden. Ja, neue Forschungsmethoden, neue Darstellungsmöglichkeiten im Museum und auch außerhalb des Museums. Ich glaube, zum Stichwort Virtual Reality ist auch Gaming Ja. was du dir wahrscheinlich auch angeguckt hast. Also wie da auch quasi die Position der oder die Rolle der Zeitzeugen und Zeitzeugen in einer ja, in einem Spielesetting quasi Eingang findet. Ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass weiter aufbewahrt und aufbereitet wird. Ganz as simple as that. Natürlich in möglichst zugänglicher Form. Dann sind wir natürlich bei der Digitalisierung oder kommen nicht um sie herum. Ich finde, dass so Projekte wie weiterdenken.at oder die bereits zugänglich gemachten Sammlungen einiger Institutionen, wie auch beispielsweise der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, jetzt schon ganz, ganz tolle Vorreiter sind, um überhaupt, bevor man an die neue oder Repräsentation zu denken, überhaupt mal in einer Breite sich auch Interviews anschauen kann und das eben mit einem Klick von zu Hause, die sehr, sehr gut aufbereitet sind zum Teil, die untertitelt sind, transkribiert sind, tatsächlich auch schon Informationen zu den Kontexten haben. Und dann
dann wäre meine Hoffnung vielleicht auch, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern eben neue Formen finden und auch neue Fragen finden, die ja tatsächlich dieses sehr mehrdimensionale Phänomen der Zeitzeugenschaft in seiner Gänze aus unterschiedlichen Perspektiven auch beleuchtet. Also den Prozess des Aufnehmens und Bewahrens auch irgendwann vielleicht hinterfragt, die Biografien der Protagonistin, ihre Erzählarten, ihre Erzählstrategien. Ich hatte jetzt im Eingang schon gesagt, dieser Blick auf das, wie diese Interviews gemacht sind, in welchen Kontexten sie entstanden sind, das finde ich alles ganz, ganz spannende Fragen und bringe mich am Ende eigentlich darauf zurück, sich ein bisschen auf sich selber zu konzentrieren und zu gucken, was ist denn in der eigenen Sammlung so vorhanden und was findet sich denn da noch, was ganz ähnlich wie bei uns oder lange Zeit da lag, außer vielleicht für Vermittlungsprojekte angedacht, vielleicht sonst gar nicht wirklich behandelt wurde und welche Fragen kann man dem Material angemessen irgendwie entwickeln, ohne vielleicht am Anfang auch auf die Frage der Präsentation überhaupt einzugehen, sondern einfach erstmal zu gucken, was ist da und wie kann man damit arbeiten. Dafür würde ich plädieren. Ja, das war, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich persönlich ein bisschen, wie wenig Kulturpessimismus wir heute Abend gehört haben. Vor allem bezogen auf die unterschiedlichen Technologien, die eingesetzt werden und eingesetzt werden können. Wir sind relativ pünktlich fertig geworden. Danke euch für eure Disziplin und können jetzt noch zu einer offenen Fragerunde übergehen. Es gibt eine Runde, also genau, die Einladung richtet sich an alle, die im Publikum sind. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, Sie können Ihre Fragen entweder im Chat posten oder Sie können auch gerne aufzeigen, so wie ich gerade. Dann nehme ich Sie gerne dran. Nur nochmal zur Info, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wenn Sie Ihr Bild eingeschaltet haben, während Sie reden, sieht man Sie. Wenn das Bild ausgeschaltet ist, sieht man das Bild nicht. Und ich starte die Runde mit einer Frage, die wir vorab bekommen haben, nämlich auf Instagram. Also gestern gab es schon die Möglichkeit, Fragen für heute Abend auf Instagram abzugeben. Und die Frage lautet, also sie ist sehr, sehr offen formuliert und lautet, was fehlt in der flächendeckenden Aufarbeitung in Österreich am meisten? Ich werde die Frage ein bisschen konkretisieren. Also ich erlaube mir, das jetzt einfach zu machen. Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht's letztlich darum, also wie vielleicht auch wie zufrieden ihr seid. Ihr habt angesprochen, es gibt sehr vieles, das nicht wirklich wahrgenommen wird. Es gibt Sammlungen, die riesig sind. Es gibt Interviews, die sich nie wieder wer angehört hat. Seht ihr da, also Nico, du hast das Problem angesprochen, sehen das die anderen auch so? Gibt es da Probleme? Wo gibt es den meisten Handlungsbedarf? Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass die Sammlungen so groß sind. Also ich habe es, als ich angefangen habe mit dem Projekt, habe ich auch gedacht, boah, da haben wir haben so viele Interviews und die wird sich kein, also 90% davon wird sich kein Mensch je anhören. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man, man hat Dokumente und Quellen und irgendwann wird sich irgendein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin damit auseinandersetzen. Und das kann jetzt sein, das kann in 200 Jahren sein. Also da sehe ich nicht das Problem, dass die Sammlungen so groß sind und dass man die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich anschaut. Also das möchte ich auch noch kurz nur mich selber korrigieren. Also ich habe nicht gemeint, dass das ein Problem ist, dass die Sammlungen so groß sind. Im Gegenteil. Also es sind ja auch die Archive voller Papier. Also ich bin jetzt nicht für eine Sammlungsverkleinerung, was die Interviewbestände betrifft, überhaupt nicht. Und ich sehe es auch nicht tatsächlich als, also ich sehe es eigentlich einerseits als eine moralische Verpflichtung, weil eben man Leute dazu gebracht hat, ihre Geschichte zu erzählen und dabei durch, also das ist kein leichter Prozess. Das heißt, man hat quasi auch die Verpflichtung dazu, mit dieser Geschichte umzugehen.
die da erzählt wird. Und aber Drama ist das keins. Also ich habe das nicht als, als negativen Punkt gemeint, sondern als Aufgabe. Entschuldigung, wenn ich dich falsch paraphrasiert habe. Nö, nö, ich habe mich wahrscheinlich falsch, also schlecht verständlich ausgedrückt. Also in jedem Fall. Ja, ich frage mich manchmal, ob es, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich forcieren möchte, aber dass wir uns doch noch einmal irgendwie damit auseinandersetzen müssten, was denn auch die Interviews und ihr Einsatz, sei es jetzt in den Institutionen oder im Bildungsbereich oder eben vor allem in den Medien, auch dazu beigetragen haben, diese Rolle zu formen, die Überlebenden heute in unserer Gesellschaft tatsächlich auch einnehmen. Also Sebastian, du hattest vorhin auch so ein bisschen dein Unbehagen dieser moralischen Autorität, die den Überlebenden da zugesprochen wird heute in der Gesellschaft, auch kurz angedeutet. Also wie man quasi den Umgang mit dem Material und auch hier wieder ja die Kontextualisierung und diese gesellschaftliche Rolle und diese gesellschaftliche Funktion nochmal in Zusammenhang bringt und tatsächlich auch kritisch hinterfragt. Das ist für mich sowas, was immer noch so ein bisschen ja, ein blinder Fleck ist. Ja, auch die also geschichtsdidaktische Frage, ne? Wir wissen sehr wenig darüber, wie die Zeitzeugen Gespräche und dann auch Videos wirken. Also es gibt ein paar Arbeiten dazu, es sind nicht viele. Also man kann sie an einer Hand, glaube ich, abzählen. Und die Ergebnisse sind, soweit ich das, bin jetzt nicht im Detail drin, aber soweit ich das überblicke, sind die eher ernüchternd bisher noch. So, dass man da vielleicht auch nochmal näher gucken muss. Mhm. Wo wir dann halt auch wieder bei dieser Frage der Aura und der Authentizität sind und so weiter, also alles das, was du auch mit deinem Anfangsbeispiel auch schon so ein bisschen umrissen hast. Ja, also ich finde, das sind wichtige Fragen, oder? Weil sie so viel widerspiegeln. Also sie zeigen auf der einen Seite natürlich den Willen, auch zu einer geschichtlichen Aufarbeitung beizutragen von Seiten der Überlebenden, der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, auch manchmal vielleicht den Drang zu einer medialen, gesellschaftlichen Selbstdarstellung, aber es erzählt oder sagt auch sehr viel über uns als Zuschauende aus, ja, und auch in einem gewissen Drang oder Zwang, immer wieder auch diese Leidensgeschichten hören zu wollen und Aufarbeitung irgendwie auf die eine oder andere Weise zu tun. Also es ist ein sehr komplexes Feld, dass man da tatsächlich auch mit dieser ganzen Frage nach Aura und Überhöhung und gesellschaftliche Rolle und Funktion auch aufmacht. Mhm. Ja, danke. Ich glaube, ich möchte noch ganz kurz noch einmal dazu, weil was ich glaube, was schon auch noch, weil diese Frage war eben, wie das ist mit der Aufarbeitung und was da noch fehlt oder wie das sozusagen weitergehen kann und was damit mit den Interviews ist, weil wir haben uns jetzt sozusagen auch sehr kritisch, das ist natürlich, weil alle da drinnen stehen, sehr kritisch mit den Interviews jetzt irgendwie in dieser Diskussion beschäftigt, aber was natürlich diese Interviews auch können ist, sie haben sehr oft eine sehr erfrischende Direktheit und sie sagen sehr klar, was Sache ist und sie tun auch sehr oft sehr weh, weil sie nicht schön sind, sondern weil sie relativ direkt sind. Und es ist jetzt nicht so, dass wir die Geschichte aufarbeitet und gewonnen haben, sondern das ist ja irgendwie ein permanenter Vorgang, dieser Umgang mit der Geschichte. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie derzeit gerade eben speziell die Holocaust-Geschichte politisch instrumentalisiert wird, wie Gedenken instrumentalisiert wird, das ist ein Vorgang voller Würdelosigkeit, glaube ich. Und vor allem in Österreich und dieser Würdelosigkeit treten diese Interviews schon regelmäßig entgegen oder auch in den Bauch, wenn man das möchte. Ja? Weil die sehr klar formulieren, wie es funktioniert hat in der NS-Zeit, aber auch danach und auch Leute sehr klare Äußerungen treffen dazu, wie sich die Republik dazu verhalten hat bis in die letzten Jahre. Also
Ich glaube, dass sozusagen, das ist vielleicht weniger eine Historiker- und Historikerinnen-Aufgabe als eine Kuratorinnen-Aufgabe, weil man als Kurator, glaube ich, ja oft auch mit viel stärkerer, mit stärkerem Narrativ reingehen kann und stärkerer Meinung. Aber das halte ich für wichtig für die Zukunft. Also da halte ich sie für wichtige Tools. So. Ja, danke für eure Einschätzungen zu dieser sehr breiten Frage. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar von Linda Erker. Matthias, könntest du sie bitte unmuten? Hallo, ich glaube, es hat funktioniert. Ja, erst einmal vielen lieben Dank für die Beiträge und die Diskussion. Ich will ganz kurz sagen, dass ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keinen Katalog zur Ausstellung Wohnems, was ich sehr bedauert habe, als ich dort war, weil ich fand es tatsächlich eine sehr gelungene Zusammenstellung. Ich hätte es auch gern für die Lehre, also an der Uni zum Beispiel, wäre schön gewesen. Also falls das angedacht ist, ich bin die erste Käuferin. Was ich kurz anreißen will, ohne ein ganzes Fass aufzumachen, ist die Frage der zweiten Generation und der Interviews. Ich habe jetzt auch in den letzten Jahren das, was Nico angesprochen hat, diese ritualisierte und auch echt zum Teil würdelose Erinnerungskultur in Österreich auch beobachtet. Und es gibt ja Vorschläge, die zweite Generation vielleicht nun zu Wort kommen zu lassen, weil die erste es nicht mehr kann oder, muss ich auch manchmal sagen, einfach nur noch eingeladen wird, damit man eine Zeitzeugin am Programm stehen hat. Aber genau, also so empfinde ich es manchmal. Meine Frage wäre, kennt ihr gelungene Projekte, wo die zweite Generation über Interviews etwas beitragen konnte zur Diskussion? Genau. Ausstellung oder Forschung oder beides? Vielleicht zur Spezifizierung, mit der zweiten Generation meinst du die Kinder von Überlebenden? Ganz genau. Also Forschungsprojekte oder Ausstellungsprojekte fallen mir jetzt direkt nicht ein. Also was mir einfällt oder was sofort bei mir mir ins Gedächtnis kommt, ist tatsächlich ein Film, den wir in der Ausstellung als Ausschnitt gezeigt haben, Because of This War, wegen dieses Krieges von 1988, wo zwei Kinder von Holocaust-Überlebenden in Israel das Schweigen respektive das nicht enden wollende Reden ihrer Eltern verarbeiten. Also viel weniger als eigenes Testimony, was ich generell sehr schwierig finde, sondern eher die Frage nach dem Umgang dem Blick der zweiten oder vielleicht auch schon dritten oder vierten Generation auf die erste Generation und das hier quasi in so einem künstlerischen Projekt, also über Musik verarbeitet, fand ich extrem beeindruckend, also weil in dem Film, Dokumentarfilm, es tatsächlich auch immer wieder diese Clashes zwischen den Generationen gibt und die Lücke, die Empfindungs-, die Wahrnehmungslücke zwischen den Generationen sehr, sehr gut sichtbar wird. Das Gleiche übrigens gilt auch für den Dokumentarfilm Pizza in Auschwitz. Wo die Kamera den Überlebenden Dani Chanuch mit seinen zwei Kindern begleitet und er möchte einfach alle seine Leidensstationen nochmal quasi besuchen in einem Sommer und nimmt seine Kinder mit und da sieht man an verschiedenen Stellen sehr, sehr gut dieses Gap zwischen quasi das, was er auch versuchen will zu vermitteln und das, was einfach nie nachvollzogen werden kann, nachgefühlt werden kann, nacherlebt werden kann. Das sind jetzt einfach zwei Beispiele, die mir in den Kopf kommen. Das Thema Katalog, wir fanden einfach nur ganz kurz, dass es zu einer Ausstellung, die so, vielleicht multimedial funktioniert, nicht unbedingt das adäquate Medium ist, den gängigen Katalog quasi. Wir hatten uns eigentlich gefreut auf die Symposien, die hätten stattfinden sollen. Corona hat uns da ein bisschen dazwischen gefunkt, aber wir werden ja ein Symposium haben vom 21. bis zum 23. Juni online. Und von Anfang an gab es die Überlegung, die sich aber noch nicht konkretisiert haben, ob man so eine Mischform aus quasi
ja, State of the Art, wenn man jetzt Richtung Wissenschaft guckt, also wo stehen wir da gerade in Bezug auf die Zeitzeugin, gepaart mit Fotos und schönen Beispielen aus der Ausstellung, ob man vielleicht zu so einer Mischform an irgendeinem Punkt kommt. Aber da sind wir noch nicht. Corona hat uns ein bisschen ein Päuschen gegeben. Ja, aber danke. Linda, ist deine Hand noch oben? Also hast du noch eine Frage oder ist sie von vorher noch oben? Ich weiß nicht, Steffi, Nico, ob ihr dazu noch was sagen wollt? Also ich kenne kein Projekt, auf jeden Fall kein museales Projekt, das das gemacht hätte. Was mir einfällt, wären Interviews mit den Nachkommen der Täterinnen, aber nicht der Überlebenden. Hm. Also ja, wir haben das einmal gemacht, oder auf gewisse Art und Weise bei Schwarz Österreich, weil da kommt eine nächste Generation zu Wort. Das geht jetzt nicht um Holocaust-Survivors, sondern da ging es dann um jüngere Schwarze, die sozusagen in Österreich die weitergehende Situation auch eigentlich vermitteln. Also das würde ich auch für eine Holocaust-Generation sehen, dass die je nachdem, also diesen weiteren Umgang entweder mit den Eltern oder der Gesellschaft ausdrücken können. Aber das sind halt, finde ich, völlig andere Fragestellungen eigentlich, weil da schaue ich ja schon in eine ganz andere, da schaue ich ein bisschen in irgendwie in Familien- und Sozialsysteme und dann schaue ich auf der größeren Ebene in dieses, in die Kontinuität oder in die Brüche, je nachdem, von der umgebenden Gesellschaft. Annika, du warst gerade dabei, noch was dazu sagen. Nein, also Nico hat Stichwort Fragestellung, ja, finde ich ganz, ganz wichtig bei dem Thema. Also was möchte man denn von den Interviews? Ja, also was möchte man denn? Welche Frage, um welche Frage geht's? Also ja, finde ich ganz wichtig auf jeden Fall, das auch zu reflektieren, was man denn überhaupt von der zweiten Generation wissen möchte. Dann sehe ich gerade ist noch ein Handzeichen reingekommen, aber wir haben auch einen Kommentar im Chat bekommen, und zwar von Ingrid Kircher, die als Ausstellungsbesucherin darauf hinweist, also es ist weniger eine Frage, sondern ein Hinweis an die Kuratorinnen, dass auch bei Ausstellungstexten oder Informationstafeln oft Meta-Infos fehlen, also zum Beispiel, wie lange die Interviews dauern, oder dass einfach auch ein bisschen Kontext zu den Biografien fehlt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch was sagen wollt. Stimmt. Ja. Genau, es stimmt in sehr vielen Fällen, nicht in allen, aber sehr häufig ist das der Fall. Und was man auch nie sieht, ne, ist die Interviewsituation. Also man sieht man sieht und hört die Interviewerin nie, quasi nie. Also würde jetzt, glaube ich, ein Beispiel anfallen, wo man einmal eine Frage hört. Das heißt also, die werden quasi in den Ausstellungen auf jeden Fall als Monologe inszeniert, was sie ja nicht sind. Das sind Dialoge. Und wenn man sich Interviews mal länger anguckt, dann gibt es halt auch Interviewer, die sind besser, und es gibt welche, die sind nicht ganz so begabt. Und es gibt, und mal funktioniert die Chemie zwischen Interviewerin und Überlebenden, und manchmal funktioniert die auch nicht. Und das hat einen großen Einfluss auf das Interview natürlich auch. Und das sieht man nicht. Also diese ganzen, genau diese Metadaten, also die, soweit ich das in hohen M's halt mitgezeigt werden, die sieht man in den meisten Ausstellungen nicht, und das fände ich auch wichtig. Und eine Einleitung dazu, wie Erinnerung funktioniert, fände ich auch sehr nützlich. Das wird auch sehr selten thematisiert. Diese ganzen Fragen von, kann ich mich falsch erinnern, und vielleicht, wieso erinnert sich jemand anders an die gleiche Situation als jemand anderes und so weiter. Und das könnte, also das würde ich mir auch wünschen, dass das mehr thematisiert wird in den Ausstellungen auch. Ja, ansonsten glaube ich, dass die Nennung der Länge tatsächlich im Kommen ist. Also ich sehe das immer mehr. Und ich finde das auch total wichtig, weil ich als Besucherin merke, dass es was mit mir macht. Die bewusste Entscheidung, sich einem Objekt zuzuwenden oder eben nicht. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, einmal dahingestellt. Aber es ist eine wichtige Information, gar keine Frage. Also genauso wie alle
notwendigen biografischen Angaben, aber das ist ja dann auch wieder eine Frage, die sich quasi im kuratorischen Prozess auch stellt. Ja, was wird als notwendige Angabe auch angesehen? Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, ein etwas schlankeres Modell zu fahren. Und man sagt, gut, das ist das, mir geht es hier um andere Sachen als um quasi einen biografischen Kontext. Und ich glaube, das hängt auch immer von dem Rahmennarrativ ab oder von dem Narrativ, in dem auch dann das Objekt, also das Zeitzeugeninterview, dann tatsächlich auch auftaucht. Also da sind wir dann wieder bei der Fragestellung, bei der Kontextualisierung, also alle diese Stichworte, die wir heute auch schon gebracht haben. Falls von eurer Seite dazu nichts mehr kommt, dann würde ich zur letzten Frage des Abends übergehen wollen, und zwar von Sarah Knoll. Du kannst dich, ja. Ja, passt, ich kann mich entmuten. Ja, danke für das wirklich spannende Gespräch. Und ich muss jetzt doch noch eine Frage stellen, die wieder zurückgeht zu dieser Technik, zu diesem Technikpunkt, einfach weil das, glaube ich, eine Sache ist, die wir auch im Verein und auch in den Vorbereitungsseminaren in den letzten Monaten, aber eigentlich schon Jahren jetzt öfters diskutiert haben. Und das ist diese Frage nach diesen Zeitzeugenberichten auf Instagram-Stories. Und das ist ja gerade wieder in Kommen mit dieser Sophie Scholl-Geschichte, und wenn man Twitter aufmacht, kriegt man jetzt auch immer irgendwelche Sachen, die Sophie Scholl gesagt hat oder Instagram, und ich finde, das ist eine Sache, die beschäftigt uns, glaube ich, alle jetzt schon ein bisschen mehr, und ich weiß, dass es auch durchaus mehrere Leute beschäftigt, und ich weiß nicht ganz, wie ich persönlich damit umgehen soll. Es geht jetzt ein bisschen weg von dieser Museumsfrage. Mich hätte tatsächlich interessiert, wie ihr dazu steht, diese Nutzung von diesen Zeitzeugen-Interviews und diese auch explizite Aufbereitung auf diesen neuen Social-Media-Accounts. Und ich glaube, das ist durchaus eine Frage, die ein paar im Vereinsumfeld interessieren würde. Ich habe bis jetzt noch kein Zeitzeugin-Interview gesehen auf Instagram. Also diese Sophie Scholl-Geschichte, das ist ja eine Reinszenierung. Oder gab es da, also habe ich das gibt diese, vor ein paar Jahren gab es ja diese, also ich, Ausgangspunkt war diese Eva-Story, ja. Ja, genau, aber das ist ja auch eine Reinszenierung, das ist ja kein... Genau, aber sie basiert ja auf einem autobiografischen Bericht per Interview, aber genau, also es geht ein bisschen weg von der Frage, aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr trotzdem irgendwie Eindrücke dazu, wie das so gefunden wird, weil, also ich finde es schwierig, wie diese Reinszenierungsfrage eben von Berichten eigentlich von Zeitzeuginnen, also... Die Reinszenierung, ja. Das gab es aber, also das gab es schon vorher, ne? Es gibt diesen Dokumentarfilm Aged über Völkermord in Armeniern. Da wurden auch Zeitzeugeninterviews inszeniert für den Dokumentarfilm. Da gab es schon solche Sachen, dann halt nicht in Instagram-Form. Bei Sophie Scholl weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt. Was ich aber finde, ist, dass man das Medium natürlich benutzen muss. Also man muss alle Medien benutzen. Das gilt auch für, das ist ja immer die große Frage von den Computerspielen, ne? Ob das benutzt werden sollte oder nicht. Und wenn man es nicht macht, überlässt man das Feld halt denen, von denen man nicht will, dass sie es nutzen. Und man muss halt alternative Formen finden. Und das Medium an sich ist ja nicht unbedingt das Problem, sondern die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Genau. Ja. Ja, also ich find die Möglichkeit, also ich denke derzeit viel über neue Formate nach. Also ob das jetzt ein neues Format ist, einmal hingestellt. Aber ich glaube, einem Großteil der Besucherinnen und Besucher, wie wir sie im Museum haben, ist diese Form doch noch, ja, würden diese Form doch noch als neu definieren. Also generell finde ich es aufregend, über so Reinszenierung nachzudenken, in einer angemessenen Form, und bin mir aber nicht sicher, ob Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und ihre Zeugnisse der richtige Inhalt sind. Also ich denke gerade bei einem anderen Kulturprojekt darüber nach, da geht es aber um Kulturtransfer und Essen und Europa und Japan, und ob man da nicht quasi
einen Schweizer jüdischen Koch wieder sprechen lässt und Rezepte und Tipps und Tricks irgendwie über Twitter verbreiten lässt. Also das ist ein ganz anderer Kontext, ja. Der ist viel ganz anders oder viel weniger aufgeladen. Und da finde ich spannend, über sowas nachzudenken, über so eine Social-Media-Kampagne auch und diese Reinszenierung. Finde es im Kontext der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen extrem schwierig und habe irgendwie ein Unbehagen. Kann ich kurz nachfragen? Also ich weiß halt auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber im Endeffekt ist es doch nichts anderes als ein Film. Also wenn ich jetzt einen Film von Sophie Scholl mache, dann würde ich den auch ungefähr, dann würde ich nicht diese YouTube-Filmchen daraus machen, ne? Die Ästhetik wäre eine andere, aber ich würde genau dasselbe inszenieren. Ja, wahrscheinlich. Also ich denke viel mehr an so eine Text-Bild-Komponente, also viel weniger an bewegtes Bild, wenn ich da so an Instagram und Twitter und so denke. Aber ich weiß nicht, vielleicht gehört das auch eben zu den neuen Technologien, mit denen wir uns jetzt tatsächlich auch inhaltlich auseinandersetzen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist wegen den verschwimmenden Grenzen von Fiktion und Fakten. Also dieses ganze Fake-Whatever, was uns hier so begleitet. Also ich glaube auch, dass das eigentlich dann einfach nur, also ich meine, das Medium ist nie schlecht, nur die Bespielung ist schlecht, wenn. Also davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, ob die Bespielung dann die richtige ist. Ich freue mich tatsächlich, ich bin jetzt kein großer Social-Media-Nutzer, aber mir begegnen wirklich immer mehr, eigentlich habe ich den Eindruck, zeitgeschichtlich relevante Social-Media-Einträge oder Social-Media-Posts, ja, die allerdings sich eher in der Zitatform handeln oder in Fotos, die gescannt wurden und jetzt wieder also einmal durchs Netz gejagt werden. Und das finde ich eigentlich extrem positiv, weil es ist so, es wird tatsächlich dieses, das ist ja wirklich die Umsetzung von Niemals vergessen. Also wenn wir das jetzt so zwischen 5 anderen Posts begegnet mir ein Holocaust-related Post, der was auch immer sozusagen entweder an etwas Aktuellem angehängt ist oder auch nicht. Aber das Reenactment und wo sich die Empfänger und Empfängerinnen nicht mehr auskennen, ist das jetzt authentisch oder nicht oder was ist der authentische Anteil davon? Das ist, finde ich, schon schwierig. Also für mich zumindest, vielleicht nicht für alle. Ja. Bei einem Spielfilm weiß ich immer, dass es ein Spielfilm ist. Ja, so. Genau, aber das wussten die Leute bei der Erfindung des Films auch nicht, ne? Und ich glaube, wir führen jetzt gerade dieselbe Debatte, bis man sich daran gewöhnt hat, dass natürlich nicht alles, was im Fernsehen gezeigt wird, der Realität entspricht. Und genauso ist es für Instagram. Also bei Instagram wissen wir es natürlich, dass es sehr inszeniert ist. Aber es war bis jetzt immer ein Medium, was die Aktualität dargestellt hat. Und das ändert sich gerade vielleicht. Es ändert sich vielleicht gerade, halte ich für ein gutes Schlusswort. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir uns immer an Punkten befinden, die sich ständig wieder verändern. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Podiumsdiskussion. Ihr habt eine unglaubliche Breite an Themen aufgemacht. Es war sehr bereichernd. Und ich möchte mich auch für die Fragen aus dem Publikum bedanken. Und wünsche allen noch einen schönen Abend. Matthias hat gerade in den Chat noch einen Link hineingeschickt für wonder.me. Das ist eine Seite, die funktioniert grundsätzlich ähnlich wie Zoom, hat aber den Vorteil, dass man sich für sich selbst aussuchen kann, mit wem man sich in eine Gesprächsrunde begibt. Das heißt, man ist nicht dazu gezwungen, zu 40 in demselben Raum abzuhängen, sondern kann auch nur zu zweit, zu dritt, zu fünft, was auch immer sprechen. Normalerweise wären wir jetzt im Depot und könnten also gemeinsam danach was trinken oder auch so noch gemeinsam sprechen. WonderMe ist also jetzt sozusagen der Versuch, um das irgendwie ersetzen zu können. Bevor sich jetzt aber alle verabschieden, möchte ich noch ein paar ganz technische Sachen sagen. Das war jetzt die dritte Veranstaltung.
Veranstaltung in der Reihe Gedenken zum Thema Erinnerung ohne ZeitzeugInnen. Es wird dieses Semester noch zwei weitere Veranstaltungen geben, und zwar ist die nächste am Donnerstag, den 10. Juni um 19 Uhr, und ich sage jetzt ganz optimistisch, im Depot. Und zwar wird es an diesem Abend wird ein Filmscreening geben zu dem Film Voices of Children aus dem Jahr 1998. Und am 24. Juni findet dann die letzte Veranstaltung für dieses Semester statt. Die wird in der Karajangasse stattfinden. Das ist eine Schule in Wien, wo es außerdem eine Gedenkstätte gibt. Und die Führung wird also eine Führung durch diese Gedenkstätte sein. Ja, die Veranstaltung heute Abend wurde aufgezeichnet, das heißt, sie wird in den nächsten Tagen auf YouTube nachgeschaut werden können. Also zum dritten Mal noch dieser Hinweis. Eine Sache noch zu guter Letzt. Der Verein Gedenkdienst entsendet ja größtenteils Freiwillige ins Ausland an verschiedene Gedenkstätten, Museen und auch in ein Altersheim. Und alle, die heute anwesend sind, die vielleicht sich dafür interessieren, das auch mal zu machen, die Bewerbung ist jederzeit möglich. Wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, können Sie bei uns im Büro anrufen oder eine E-Mail schreiben an office@gedenkdienst.at. Und der nächste Jahrgang, also für das Jahr 2022/23, wird kommenden Dezember ausgewählt. Genau. Damit bedanke ich mich nochmal bei allen für den Abend und würde sagen, dass wir schon langsam diese Konferenz beenden. Herzlichen Dank für die Einladung und für den schönen Austausch.